Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, wie ihr vielleicht gelesen habt, habe ich eine neue Box abonniert, beziehungsweise wir haben sie schon 2 Monate, also die haben mein Freund und ich gemeinsam abonniert. Und ja, ich habe mir gedacht, da mir die Box bis jetzt immer sehr, sehr gut gefallen hat, von den Produkten her, stelle ich die euch jetzt mal vor. Und es ist die Vernasch die Welt Snackbox. Und ja, ich bin sehr gespannt, was drin ist. Mein Freund auch. Der wartet nämlich schon sehnsüchtig auf diesen Inhalt hier. Ich habe aber gesagt, ich möchte ihn mal heute abdrehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Video. Also ich kann euch mal schnell hier so einen Überblick zeigen. Und als erstes haben wir hier einmal die Karte. Und zwar ist das die Irland-Box. Wir hatten jetzt einmal schon die Großbritannien-Box und ich glaube Japan-Box war die letzte. Und ja, da schaue ich jetzt nicht rein, weil dann da stehen die ganzen Produkte drin. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die einzelnen Produkte mal an. Und da haben wir hier als erstes von Taito Cheese and Onion Chips. Also ich glaube, die werden auf jeden Fall beim nächsten Fernsehabend aufgefuttert werden. Dann haben wir hier von Cadbury Boots Bites drin. Und ja, ich denke mal, das sind so, ja, hier sieht man es, das sind so gefüllte Schokoladenteilchen. Also auch auf die bin ich sehr gespannt. Dann haben wir hier noch wieder was zum Knabbern und zwar so Hula Hoops, so Potato Rings sind das. Dann haben wir hier einmal drinne von Kellogg's Frosties so Riegel. Also die schauen auch sehr, sehr gut aus. Dann haben wir hier drinne ein Bueno mit Kokosnuss. Die kenne ich noch gar nicht. Gibt es die bei uns auch? Ich habe so einen noch nie gesehen bei uns. Also das ist ja... Also kennt ihr Reese's? Kennt ihr die? Peanut Butter Cups? Mega lecker. Und hier, und auch Oreos sind mega lecker. Und das hier ist einfach mal eine Schokolade mit Oreo Peanut Butter. Also Leute, geil. Also, ja. Also Peanut Butter so mit Schokolade, also da bin ich absoluter Fan von. Also wirklich absolute Sünde bei mir. Ja, machen wir aber mal weiter. Die Maltesers Teasers sind hier drin. Ne? Ich glaube, die gibt es bei uns nur so als so kleine Stückchen. Also so kenne ich jetzt bloß. Okay. Dann haben wir hier drin so Penguin. Hier steht jetzt dabei, das sind so Milk Chocolate Covered Biscuit Paws. Also so ein Biskuitteig mit Schokolademantel, denke ich mal, wird das sein. Okay. Und dann haben wir auch schon das letzte Produkt. Und das ist auch von Kellogg's. Und zwar sind das Rice Krispies Squares. Ja, die sehen so aus. Mit Karamell und Schokolade. Und ja, also an alle Naschkatzen da draußen, ich kann euch diese Box echt empfehlen. Ich verlinke euch auch unten mal den Link, wo ihr die bestellen könnt. Ich glaube, die kostet 17,50 Euro oder so. Also müsst ihr mal gucken. Also wirklich nicht teuer. Und ich finde halt, dass da echt coole Produkte drin sind. Und auch in der letzten Japan-Box waren so geile Sachen drin. Da war zum Beispiel ein KitKat mit Himbeergeschmack drin. Leute, mit Himbeergeschmack, das habe ich hier noch nie gesehen und die waren so lecker. Vor allem, was halt auch cool ist bei den japanischen KitKats, die sind nicht so große, sondern das sind so recht kleine. Und ich finde so als Portion einfach mal als Leckerli, so nach, als Nachtisch, finde ich das optimal. Und die waren so richtig lecker. Und ja, ich freue mich auf jede Box und die hält auch bei uns immer so lange, bis die nächste Box kommt. Also wir teilen uns das recht gut ein. Und ja, also hier sind auch wieder mega tolle Produkte dabei. Und ich finde die Box echt mega und ich kann euch, also wenn ihr Naschkatzen seid, wenn ihr natürlich sagt, ihr mögt keinen Süßkram, dann ist die Box natürlich nichts für euch. Aber wenn ihr auch so Naschkatzen seid und auch mal was Neues kennenlernen möchtet, dann schaut euch die Box an. Die ist echt klasse und ich kann sie echt nur empfehlen. Und ja,
das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wollt und kein Video verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und es würde mich freuen, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, bis dahin, tschüss!